Ja, moin zusammen. Ja, kleines Problem. Wie man hier vorne sieht, ist das alles ein bisschen schief. Da hat sich ein Reh bei Knoten 70 selbst einen Scheitel gezogen. Die Front kann ich jetzt einmal auseinandernehmen komplett, aber nicht heute. So, wie angekündigt, der kleine Frontschaden muss erledigt werden. Wem das Auto jetzt in dem Zustand bekannt vorkommt und der vorher mal einen Range Rover Classic gefahren ist, es ist genau die gleiche Front. Eigentlich ist es auch genau das gleiche Auto. Achsen, Fahrwerk, Motor, bis auf das Getriebe, das gab es damals nicht, ist baugleich mit dem Defender. Also ist das hier eigentlich der bezahlbare Defender. Ist alles genau baugleich. Die Unterkarosserie unterhalb der Aluminiumhaut ist fast baugleich mit dem Range Rover Classic. Wenn man Ersatzteillisten guckt, ist auch immer ne, Discovery TDI, Range Rover Classic TDI und Defender TDI der 90er ungefähr gleich. Ja. Das ist, sind eigentlich die gleichen Autos im Grunde genommen. Sind nur andere Karosserien drauf oder andere Anbauteile. Das macht das natürlich sehr, sehr einfach. Der Unterfahrschutz, den müssen wir hier haben, falls wir mal einen Reh erwischen. Glück gehabt, dass da drunter war. Weil dahinter ist die Lenkstange. Kennt man auch vom Mercedes G, von der älteren Baureihe. Sieht man das jetzt auf dem Bild unten? Ja, sieht man. Und zwar... Hier, das Ding kommt vom Lenkgetriebe, lenkt das Rad, auf der Rückseite wird das auf das andere Rad übertragen. Wenn vorne irgendwas drunter liegt, beziehungsweise drunter fliegt während der Fahrt, Reh, Wildschwein etc., wird da automatisch die Lenkstange mit verbogen oder abgerissen. Möchte man gar nicht. Deswegen ist der Unterfahrschutz hier drunter, der dieses Teil schützt. Ja. Zeitgleich ist ja eine Wagenheberaufnahme für diese Hijacks. Hat die Stoßstange auch. Die Stoßstange ist allerdings ein Eigenbau. Sehr viel Schweißerei gekostet, das Ding. Nicht von mir. Ne? Ich habe die so gekriegt. Einem Schlachtfahrzeug, das habe ich gekauft. Das wahnsinnig gutes Getriebe, wahnsinnig guter Motor. Karosserie, übel, genauso wie seine gewesen ist. Aber höher gelegt, nagelneue Reifen, Stück 300 Euro. Was war noch? Ah ja, die Felgen waren komplett montiert. Der Schnorchel ist von dem anderen Wagen. Und ich habe immer noch den Motor da drin. Der ist wie neu, komplett gemacht worden. Der kommt jetzt da auch bei Gelegenheit raus und wird überarbeitet, abgedichtet. Und dann lege ich mir den weg. Ich habe noch ein Schwungrad für Automatikgetriebe, dann kann ich mir das Auto, ach den Motor Plug and Play reinsetzen. Plug and Play ist gut, also so unaufwendig ist das auch wieder nicht. Aber die ganze Front hier vorne kann man abnehmen, also von daher ist das nicht weiter schlimm. Dann kann man ihn vorne ausbauen. Der Wagen hier hat Klimaanlage, deswegen die beiden Lüfter, der Trockner. Das ist der Getriebeölkühler. Deswegen auch die massive Stoßstange. Wenn was passiert, dass der ganze Kram hier nicht kaputt geht, weil der Getriebeölkühler ist, glaube ich, nicht mehr lieferbar. Bin mir nicht sicher, aber ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden. Ansonsten ist das Auto total simpel. So, den ganzen Kram baue ich wieder aus. Das war das alte Massekabel von der Doppelbatterie, vom Doppelbatteriesystem. Das ist nicht mehr nötig, weil ich jetzt die Masse über die Karosserie hole. Ja, Scheinwerfer, Lampen, ja, den ganzen Kram wie diese Stecker hier, die muss ich jetzt gleich mal sauber machen. Ein bisschen Probleme auf dieser Seite hier mit einer funzeligen Lampe. Muss natürlich alles gepflegt werden. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, weil ich den Wagen jetzt sowieso gerade auseinander habe. Zumindest die Front. Ist also in ein paar Sekunden auseinander. Ich habe jetzt 12 Minuten gebraucht, dann war alles raus. Die Scheinwerfer werden eingeklipst,
auf diese drei Teile. Der letzte hier unten ist der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung. Also das Auto ist massiv simpel gehalten. So wollte ich das auch haben. Ein simples Auto, was man unterwegs reparieren kann. Ja. Die nötigen Ersatzteile habe ich meistens mit, das ist nicht viel. Ja. Den Zylinderkopf kann man runternehmen, da sieht man den Zahnriemen nicht, weil man die Nockenwelle überhaupt nicht sieht. Die Nockenwelle ist unten im Block, das ist ein Stoßstangenmotor oder auch manche nennen das auch Stößelstangenmotor. Der ist bewusst so gebaut worden, damit man notfalls mit einer Abdichtpaste als Kopfdichtung das Ding weiterfahren kann. Also der Motor ist ein Militärmotor. Der wurde inoffiziell bis 2006 gebaut. Das waren die letzten Defender für die UN. Im Zivileinsatz ist er, glaube ich, irgendwie 2001 gegen den TD5 ausgetauscht worden. Aber wie gesagt, militärisch ist er weitergebaut worden. Der Motor wird immer noch eingebaut. Und zwar in den Ford Ranger Brasilia. Dann mit 2,8 Liter Hubraum. Der hat jetzt 2,5. Und auf 2,8 möchte ich den auch mal irgendwann hochsetzen. Wie gesagt, ich habe genug Motoren davon. Einen möchte ich gerne auf 2,8 Liter haben. Die Einspritzdüsen sind relativ billig. 40 Euro das Stück. Für diesen Umbau. Ja, größerer Ladeluftkühler. Hätte ich jetzt auch gerne schon gehabt. Ist aber immer noch beim Zoll. Immer noch. Ja. Langsam tun mir die Leute aus Großbritannien leid, die Teile verkaufen. Mein Teilehändler hat auch schon richtig Probleme. Ja, das ist halt so. So, ich werde jetzt mal rangehen und die Stoßstange neu lackieren. Die hat einiges abgekriegt. Dann kommen neue Fernscheinwerfer drauf. Das sind Arbeitsscheinwerfer. Im Bereich der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht erlaubt, aber wie gesagt, ist als Arbeitsscheinwerfer ausgewiesen und die Stoßstange ist auch ein Geräteträger. Da kommt auch noch eine Winde drauf. Und von daher sind die da, aber nicht weiter schlimm, weil wir holen mit dem Auto Holz, wir heizen nur mit Holz. Ne? Auch wieder Thema Nachhaltigkeit. Nachwachsende Rohstoffe. Wir haben keine andere Heizung außer Holzöfen. Ja, und wenn man Holz sammelt, ist dieses Fahrzeug natürlich in den Wäldern mit Sammelschein. Kann man beantragen. Mit Sammelschein, wenn man sich Bruchholz holt, heizt man umsonst. Ne? Ja, da versuchen sie auch. Wir müssen unbedingt neue Öfen haben und so weiter. Aber unser Schornsteinfeger, ne, das ist halt Bestandsschutz. Ne? Wenn die Dinger da sind, die Öfen, dann sind sie da. Und kleiner Tipp für jemanden, der das auch machen möchte: Küchenhexen. Alte Küchenhexen sind Geräte zur Essenszubereitung und sind von dieser Verordnung ausgenommen. Ergo, wir rüsten um auf Küchenhexen, wenn da mal irgendwas kommen sollte. Ja, warum Holz? Holz gibt genau das CO2 ab bei der Verbrennung, welches es als Baum aufgenommen hat, um Sauerstoff zu produzieren. Elektrolyse wollte ich schon sagen, ne? Photosynthese ist ja ein Begriff. Ne? Genauso. Nur so kann es eigentlich funktionieren. Mit was anderem heizen kommt für uns nicht in Frage. Eine Photovoltaikanlage haben wir auch, die ist allerdings noch nicht aufgebaut, die steht da hinten rum. Haben wir gebraucht bekommen, recht günstig, für 180 Euro sind 12 Platten von Mitsubishi. Bieten auch noch volle Leistung. Die kommt hinten in den Garten. Wir müssen halt noch einen Ort finden, wo wir keinen Schattenwurf haben. Sonst wird eine Platte weiß und so weiter, dann kennt man ja. Aufs Dach definitiv nicht. Weil die brennen gerne. In der Bekannten ist das Haus abgebrannt, die Feuerwehr hat nur noch doof da rumgestanden und wusste nicht, wie sie es auskriegen sollte. Weil die Anlage ja weiterhin Strom produziert. Ne? Ja, okay, ich werde mal weitermachen. Ich werde werd die Stoßstange ein bisschen aufhübschen. Die neuen Scheinwerfer, müssen neue Löcher rein. Da rein. Lackieren, definitiv. Und ein, zwei Sachen werde ich hier unten noch versiegeln. Und dann, das sollte man ja immer ein bisschen nachschmieren, ne? Wenn man schon mal auseinandergebaut hat. Wie gesagt, mein Rahmen rostet nicht. Ne? Es war zwar eine riesig irrsinnige Aktion, den Wagen in dem Zustand mit dem Hintern hochzuheben, sodass er hier vorne quasi plan aufstand, also der Wagen stand hochkant, um dann entsprechende Mittel hier durch den Rahmen von hinten durchlaufen zu lassen. Aber er rostet nicht. Genau das.
Ja, das ist nichts mit Branto Koruks und Schlag mich tot und Mike Sanders. Nee. ATF-Öl und Wollwachs ist das in diesem Fall. Ja, die ganze Karosserie klebt auch von dem Zeug hier. Jetzt kann ich gleich danach sprühen. Verdammt. Ja, das ist alles versiegelt. Alles. Der ganze Wagen ist versiegelt. Wie gesagt, der Wagen kann bis Oberkante Windschutzscheibe unter Wasser fahren. Bis Unterkante Windschutzscheibe waren wir schon im Wasser. Ne, das war eine Bergung. Und ja, er kann's. Ne? Deshalb sollte man vielleicht auch entsprechend das Auto versiegeln. Der Wagen fährt seit 2 Jahren durch Matsch. Der Wagen fährt seit 2 Jahren unter Wasser. Auf der Straße hat ständig 3 Tonnen hinten dran hängen, verwindet sich extrem im Gelände und trotzdem rostet der nicht. Das ist Rostvorsorge. Okay, ich werde mal weitermachen. So, ich habe gerade die Stoßstange komplett entlackt. Es war unter Bodenschutz. Es war wahrhaftig unter Bodenschutz, überall drauf. Ich habe die nach dem Umbau von dem anderen Auto auf dieses überhaupt nicht großartig beachtet und habe die einfach umgebaut. Da waren aber doch noch einige Rostpickel und jetzt werde ich die mal. Die kriegt jetzt Rostschutz und dann kriegt die hinterher einen Decklack. Nach dem Pinseln melde ich mich wieder. Hallo. Ja, wir sind jetzt ein paar Tage weiter, beziehungsweise ein paar Arbeitsschritte weiter. Die Stoßstange ist wieder dran. Da ist eine neue Front drauf. Scheinwerfer und Blinker. Der hier musste neu verkabelt werden. Der war etwas müde. Ja, der geht wieder. Blinker neu eingesetzt. Alles wieder gerade gemacht. Und jetzt mal gucke ich gerade, dass ich meine also neue Zusatzscheinwerfer drauf kriege. Und zwar sind das die hier. Das sind Zusatzscheinwerfer für den Wald, also fürs Gelände. Also Arbeitsscheinwerfer im Grunde genommen. Das sind Cree-LEDs. Das sind schon brutal, die Dinger. Ja. Die Originalhalter waren allerdings genauso wie die Gehäuse hier aus Guss. Die halten die Vibrationen leider nicht lange aus. Die brechen jedes Mal von der Stoßstange mehr oder weniger runter. Deswegen habe ich jetzt in die Stoßstange Gewinde eingeschnitten. Und in seiner Ausbildung keinen Bock hat zu feilen, ja, das kann man irgendwann gebrauchen. Ja. Die beiden Gewindestücke hier, das war eine lange Schraube. Ja, kürzen, rundfeilen, Gewinde in die Stoßstange schneiden. Ja, ist nicht alles sinnlos, was der Meister von euch verlangt. Das hat
durchaus hier und da seine Berechtigung. Außer er ist ein Idiot. Dann halt nicht. Aber das muss man irgendwann mal erkennen. Ne? Ja. Nee. Stehbolzen. Die Halter für die Scheinwerfer habe ich selbst gemacht. Aus relativ stabilem Material. Die kommen jetzt hier drauf. Die nehmen natürlich die Neigung des Gehäuses auf. Und werden dann verschraubt. Ich habe geguckt, dass ich so weit wie möglich nach hinten komme, aber auch nicht so weit unglaublich nach oben. Ja, dass im Falle eines Unfalls dieser Halter eigentlich mehr oder weniger raus ist. Wir müssen uns nicht unterhalten, wenn ein Fußgänger hier gegen die 4 mm Stoßstange knallt. Es gilt einfach vorausschauend zu fahren. Besser keine Fußgänger umfahren, das ist total uncool. Schlecht fürs Karma und ja, nicht machen, einfach nicht machen. Versuchen langsam zu fahren. Sollte man mit jedem Auto. Ist völlig irrelevant, welche Stoßstange da vorne dran ist und ob da irgendwelcher Fußgängerschutz eingebaut ist. Fußgänger mögen das nicht, wenn sie überfahren werden. Egal, wie weich das Auto ist. Ist kein cooles Erlebnis. Nee. Also soweit sind wir hier fertig. Verkabelung überlege ich gerade noch. Ich habe zwei Leitungen auf dem Relais für die Arbeitsscheinwerfer. Jetzt werde ich wahrscheinlich über eine Leitung die beiden oberen einschalten. Und hier unten drauf kommt auch noch ein Scheinwerfer fürs Gelände. Weil wenn man über eine Kuppe fährt, nachts, möchte man ganz gerne wissen, wie es dahinter aussieht. Das ist meistens extrem anstrengend. Und da überlege ich, ob ich da den anderen Scheinwerfer, der jetzt abgerissen ist, hier dran montiere. Ja, kann ihm eigentlich nichts passieren. Da ist nichts hinter großartig. Die ganzen Kühler sind hier oben. Also in gut 1 Meter Höhe. Wenn der Schirner gerade steht. Ja, da unten ist eigentlich nichts, was gekühlt werden müsste. Okay, das war mal so ein kleines Update zur Stoßstange. Wie gesagt, ich habe zwischendurch versucht aufzunehmen, habe dann vergessen Aufnahme zu drücken und wenn ich einmal anfange, das ist eine Neukonstruktion, ne? Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist, die Scheinwerfer müssen irgendwann auch noch ausgerichtet werden und so weiter und so weiter. Das ist kreative Arbeit, wie man so schön sagt, ne? Da vergesse ich schon mal auf den Knopf zu drücken. So, und bei der fetten Stoßstange konnte ich natürlich Gewinde schneiden. Ne? Das ist perfekt. Gewindeschneidsatz kostet nicht viel. Auch hier werde ich die Marke natürlich nicht zeigen. Ja, da ist alles Gängige drin. Damit kriegt man alles geschnitten, was man so im Alltag braucht. Zumindest beim Auto. Ja, okay. Wir sehen uns später wieder. So, ich denke, damit kann man leben. Ich habe die Halter gerade noch ein bisschen lackiert. Gleich wenn es dunkel ist, gibt es den ersten Test. Ja, Verkabelung, alles erledigt. Wie gesagt, das sind reine Arbeitsscheinwerfer, die haben im Straßenverkehr nichts verloren. Sobald ich auf D schalte, gehen die auch aus. Ne? Also das sind weit über 1000 Watt, die da rauskommen. Das wäre extrem uncool, wenn ich das im Straßenverkehr einsetzen würde. Ne, ist mehr für den Wald, ne? Wenn wir irgendwo mit dem Sammelschein. Gelegentlich ist es im Winter halt nochmal sehr, sehr früh dunkel und da braucht man die Dinger einfach im Wald, wenn man sägen will, also wenn man sicher sägen will. Also mit der Kettensäge im Dunkeln rumeimern ohne Beleuchtung ist extrem uncool. Auf das Dach kommen auch noch welche, Suchscheinwerfer. Da suche ich im Moment noch welche, die nicht elektrisch funktionieren, sondern die mechanisch funktionieren. Ja, es gibt ein Loch im Dach, aber ja, nee, soweit bin ich schon mal durch. Jetzt kommt das Kennzeichen noch dran, das ist bei mir genietet, nicht geschraubt. Kennzeichendiebstahl kennt ja jeder, voll blöd. Aber hat eher selten einer eine Bohrmaschine mit einem 5er Bohrer dabei, um die Dinger rauszubohren. Also von daher sind die hier genietet. So, das Auto ist wieder vollständig zusammen. Ich habe auch gleich mal den Getriebeölstand und so weiter korrigiert. Da war einiges, naja. Ab und zu muss man halt mal nachgucken. So, jetzt mache ich mal das Licht aus hier drin. Dann wollen wir mal gucken. So. Jetzt kommen die Zusatzscheinwerfer.
Ich denke, das reicht erstmal. Das mag die Kamera gar nicht. Okay. Das, ich denke, das passt. So, Licht wieder anmachen. So. Ja. Ich habe erstmal die beiden eingebaut, den großen unten. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das befestigen soll, das Teil. Der liegt da schon. Hat übrigens jetzt mittlerweile zwei Unfälle hinter sich. Und ist ein billiges China-Teil. Für 45 Euro hat das, glaube ich, gekostet. Und das Ding funktioniert immer noch. Ne? So viel zum Thema, ich muss da für 1000 oder 600 Euro einen Lichtbalken irgendwo draufsetzen. Schwachsinn. Das habe ich übrigens daneben gegossen. So viel Öl verliert der Wagen nicht. Allerdings ist auch ein Land Rover, der kein Öl verliert, da ist keins drin. Ne? Also muss man sich bewusst sein. Ja, Reifen einmal komplett durchkontrolliert. Knapp über 1,5 cm Profil noch. Ja, ist doch super. Den Winter hat er gut überstanden. Rost habe ich wieder mal keinen gefunden. Alles schön wieder nachgesprüht, was ich gerade weggewischt habe und wo ich bearbeitet habe. Die Stoßstange sieht auch recht gut aus, finde ich. Ja. Obwohl die Seite könnte ich mal langsam ein bisschen ranziehen. Muss ich mal gucken. Dicker Hammer. Ach nee, jetzt ist es auch so. Die ist zulässig, die Stoßstange. Also die müssen es ja wissen, ne? Die Außenspiegel sind natürlich breiter. Ja. Nee. Okay. Dann werde ich das Video mal fertig machen. Und hochladen. Ich denke, das geht Freitag raus. Freitag? Nein, Samstag. Samstag geht das raus. Ja. Nee, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.